Die du möchtest, raus aus dem Wohnnetz in der Welt. Ja, das neue Umfeld, das, was du vielleicht neu ausprobiert hast. Jetzt ist ein neuer Nervenbahn. Möchte ich euch besonders darauf hinweisen, wenn ihr jetzt in euer gewohntes Umfeld wieder zurückkommt, in deinen Alltag wieder zurückkommt, wo die Datenautobahnen von vorher einfach wieder wirken, ganz stark, liegt es an dir, aktiv, proaktiv, also proaktiv heißt, du bist für dich, du nimmst positive Handlungen vor, die sich in die Bahn bewegen, die du möchtest. Ja? Du willst nicht mehr, das hat ja Tobias gestern so schön gemacht, du möchtest jetzt, hat er eher seit jedes Suchtmittel oder Gelüste so durchgegangen, den Schritt, den ihr da jetzt machen wollt, ja, den müsst ihr aktiv tun. Es ist so leicht, in diese Gewohnheitsenergie zurückzukommen. 21 Tage braucht es, um neue Muster zu etablieren. Ja, also, wir haben jetzt hier 7 Tage, 8 Tage, haben wir jetzt hier schon gemeinsam gemacht, also die ersten Schritte. Und nimm dir noch 2 Wochen Zeit, versuch da wirklich stark zu sein und dabei zu bleiben, das Neue zu etablieren, damit aus diesem Trampelpfad irgendwann sozusagen auch ein breiterer Weg wird. Mittlerweile habe ich diese Sicherheit in mir drin und ich weiß, das, was jetzt noch übrig ist, das gehört zu meinem wahren Wesen. Das, was ich jetzt an jedem neuen Ort mitnehme, das gehört zu meinem wahren Wesen, weil das ist das, was da immer wieder rauskommt, egal wie das Umfeld ist. Zum Beispiel habe ich mal gemacht, ich schlafe sonst immer mit dem Kopf zur Wand. Also, das ist so das, ja. Und dann habe ich einfach mal andersrum geschlafen und habe den Kopf ans andere Ende gepackt. Ich dachte erst, das geht gar nicht, ich brauche meine Sicherheit. So, ne? Aber das war so eine einfache kleine Handlung, die hat mir so viel Freiheit geschenkt auf einmal, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht darauf angewiesen, dass mein Kopf immer zur Wand geht. So. Und das sind so kleine Sachen, aus da rauszukommen. Überlegt euch mal, was sind da so, was könntet ihr euch vorstellen? Können ganz kleine Dinge sein. Du schließt nicht mehr mit rechts die Tür auf, sondern du nimmst mal die linke Hand. Den Staubsauger fasst du jetzt auch mal mit links an. Oder du versuchst mal mit der linken Hand das Messer zu benutzen. Keine Ahnung, irgendwas, was anders ist als sonst. Urlaute und damit ja, kriegt man halt das ganze System auch wieder ins Gleichgewicht. Also wir können mal zusammen einfach jetzt jeden Ton erstmal einzeln und dann machen wir alle am Stück jeweils 7 Mal hintereinander jeden Ton. Genau. Also könnt einfach mal einstimmen gleich und könnt mal ja, beim Ton A jetzt erstmal reinfühlen, ob ihr auch schon eine Vibration da wahrnimmt. Schaut, dass ihr gerade sitzt, die Schultern locker. Gibt's hier noch hier?
gleich probieren. Oh, heute habe ich viel, wie heißt das, bittere Löwenzahn rangemacht.